Gio Leute und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Was zuvor geschah? Wir haben Tech Alpha besiegt, aber was ist das für ein Brief? Ja, also das mit der Kanalisation lässt mir keine Ruhe, ne? Wie wir da den letzten kriegen konnten. Aber naja. Ah, guck mal, da haben wir auf jeden Fall auch was, was wir machen können jetzt. Ist ein Liebesbrief. Ja gut, wenn man nichts zu tun hat und alle weg sind, ne, dann macht man halt solche Spielchen. Das dauert echt lange, Mann. What the fuck was that? Achso, hier sind wir in dem Raum. Ah. Aber bringt uns das hier irgendwas hier zu sein? Das ist alles an. Kommen wir auch hinten durch. Was hat es damit aus sich? Da ist noch eine Truhe. Aber ich glaube, das könnte so ein Ding sein, wo wir über die Kanalisation reinkommen. Oder so. Oder oben irgendwie noch was. Das will ich natürlich auch nicht ausschließen. Naja, okay. Ich würde sagen, das passt aber erstmal. Das ist erstmal soweit in Ordnung. Das hatte ich ja genau, das war das. Ich muss, wie gesagt, erstmal wieder gucken, wo jetzt alles noch Sachen sind. Die wir jetzt natürlich aktivieren können. Gab es hier was? Also hier ist ja dieser Key Mold Room, ne? Oder? Ah ne, hier ist die Smeltery. Stimmt. Ah, damn. Das bedeutet aber echt, dass wir dann, glaube ich, verkackt haben. Gab es hier noch irgendwas? Nee. Doesn't look like it. Ja, also ich kann es natürlich probieren jetzt hier nochmal, aber wenn es jetzt nicht resettet wird, dann war's das. Ah, okay, es wurde resettet. Oh mein Gott. Zwei, oh, danke, danke. 2413. 2413. Oh, okay, gut. Oh man, ey. Bin ich froh, dass es resettet wurde. Gut, Ah, was auch immer das jetzt gebracht hat, I don't know. Aber wir können jetzt auf jeden Fall den hier machen. Oh mein Gott, was ist das mit diesen Sicherheitsmaßnahmen hier? Gut, dass wir diese Upgrade-Versions überall haben. Ah. Aber voll cool gemacht. Dass wir jetzt hier alles brauchen. Okay, irgendein Tor ist aufgegangen. I guess, war auf der anderen Seite dann. Achso, ah ja, stimmt. Ah, okay, jetzt das hier. Und dann können wir das dahin schieben, um hier drauf zu kommen. Dann müssen wir jetzt durch den Vent, ist ja witzig. Können dann das hier hacken. Ja, hier hoch, meine Güte. Geht hier nur ab. Dann hier wieder runter. Und dann auf die Druckplatte. Achso. Und dann können wir hier nämlich jetzt rein und haben es geschafft, oder? Ah, sehr cool. Und da haben wir es, den Keymold. Sehr schön. Go to the Smeltery. Ja, jetzt würde ich aber gerne, wenn es in Ordnung ist, den anderen Dungeon machen, weil ich will jetzt ehrlich gesagt nicht zu sehr mit der Story weitermachen. Sondern eher die anderen Sachen abholen und vor allen Dingen die Quests mal weitermachen. Also die Sidequests, jetzt wo wir auch klettern können. Deswegen schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Irgendwo hier war das, genau. Und da haben wir die Pistole.
Wunderbar. Und ein Block. Achso, weil wir wieder rauskommen müssen. Gut. Gab es hier außerdem noch was? Nee, ne? Ich glaube, das sollte alles gewesen sein. Ja, komm, wenn wir jetzt eh schon hier sind, dann machen wir als erstes das, würde ich sagen. Also Calamity Mountains gab es was zum Klettern. Dann die Sidequest natürlich machen. Und dann, ja, genau, und in der ursprünglichen Stadt gab es auch was zum Klettern. Da gab es mehrere Climbing Spots. Die müssen wir dann auf jeden Fall auch machen. So, aber jetzt kommen wir erstmal hier hoch. Hoffentlich. Ich weiß zwar nicht, was uns das genau bringt. Er wird schon so seine Berechtigung haben, dass das hier geht, ne? So, ist auch ein bisschen laggy wieder, aber halb so wild. Ja, okay, wir müssen da hoch, glaube ich. Okay. Was bringt uns das, ist die Frage. Okay, da können wir auch noch hoch. Nein. Ah, shit. Das war vermeidbar gewesen. Okay, anscheinend müssen wir uns hier einen Weg bahnen, immer. Aber wenn es nur sowas ist, dann bin ich damit fein. Dann, das wäre geil, wenn das einfach dabei bleibt und jetzt nicht noch irgendwie andere Schieberätsel bedeutet. Ah, da ist der Special Zombie. Ah ne, das sind alle Special Zombies. Ja gut, lassen wir diesmal. Ich denke mal, alle guten Dinge sind drei. Demnach wird es hier wahrscheinlich auch irgendwo noch einen Stein geben, den wir verschieben müssen. Da kommen wir nicht hoch. Wir müssen hier irgendwie nach rechts kommen. Ja. Ich mache mal wieder ein bisschen Licht an. Ah ja. Und jetzt müssen wir hier lang. Glaube ich. Wow, nein. Okay, wait, wir heilen uns einmal. Während unser Dingens hier verrückt spielt. Okay, also das heißt, die verwirren uns. So, und hier, hier ist der Eingang dann, wenn wir alles verschoben haben. Okay, gut zu wissen. Genau, okay. Okay, warum auch immer das da mit dem Gras ist. Irgendwie komisch. Und jetzt ist in der Mitte frei. Ja, geil. Okay. Ja, das wäre geil, wenn es einfach dabei bleibt, ne? Wenn es jetzt nicht so noch ein anderes Schieberätsel gibt oder so. Das wäre doch cool. Das wäre genau die perfekte Länge. Mal schauen. Meinetwegen noch mit einem optionalen Bossfight oder so. Da wäre ich komplett fein mit. Ah, und hier kriegen wir jetzt keinen Schaden mehr. Das ist mit diesem grünen Giftdingens gemeint. Lol. Und ich Idiot renne einfach immer so durch, obwohl wir die upgradete Maske haben. Naja, okay. Uah. Gut. Wir könnten hier lang, aber ich denke mal, ja, wir sollten schon hier lang. It passt schon. Schon sehr cool, muss ich sagen. So.
Kann ich über uns? Ah, ne, hier neben. Ja, geil. Ja, wir müssen da hoch. Okay. Ja, also, ist cool gemacht auf jeden Fall. Ich mag's. Oh nein, sag nicht, wir hätten hier wieder was wegmachen müssen. Ah, nee. Oder? Hä, warte mal. Und jetzt... Ah ja, genau, wir sind da hoch und jetzt können wir hier rein, I guess. Ah ja. Yo.